geworden, nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Erstmal herzlich willkommen im Namen der SG Wattenscheid 09 zu einer Geschichte, die wir eigentlich schon viel eher hätten machen sollen, nämlich eine Vorstellung der Mannschaft bzw. des Betreuerstabes und der Leute hinter der Mannschaft. Jetzt bietet sich das Podcast an, weil wir auch den einen oder anderen neu zusammen dabei haben. Geplant war es natürlich noch etwas anders. Geplant war eigentlich heute noch ein offizielles oder ein öffentliches Training. Das haben wir dann heute Morgen verschoben, weil wir gestern festgestellt haben, dass halt der Platz zum Abend hin sehr glatt oder sehr rutschig wird und der Trainer und der Teammanager nach Möglichkeit da Verletzungen vermeiden wollen. Ich glaube, die Frage dazu, wie wir dich hier empfangen haben, kann ich mir schon fast knicken. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, bist du jetzt, glaube ich, 6 Wochen hier. Bereust du schon? Ja, natürlich nicht. Also ich war ja schon vorher hier als Spieler und ja, ist halt immer wieder schön, wenn man hier wieder hinkommt, wo man die meiste Zeit als Fußballer verbracht hat, dass man hier als Trainer arbeiten darf. Macht natürlich schon einen mächtig stolz, weil wenn man überlegt, wer hier vorher gearbeitet hat oder arbeiten durfte, ist das schon natürlich eine richtig gute Sache. Was wird jetzt noch gemacht im Hinblick auf Oberhausen nächste Woche Dienstag? Ja, ich denke, wir sind auf einem richtig guten Weg. Die Jungs, die ziehen da voll mit. Das merkt man auch in den Einheiten, da war auch direkt Feuer drin. Also Kompliment auch an die Truppe, dass die da auch richtig gut mitzieht. Ich denke, dass die Entwicklung jetzt, man darf jetzt keine Wunderdinge erwarten von dem einen oder anderen, den wir auch dazugeholt haben. Aber ich denke schon, dass die Jungs auf dem Platz alles geben werden, sodass wir unser Ziel erreichen werden. Die graue Eminenz von Wattenscheid 09 oder Schwarz-Weiße? Ja, danke, dass ich hier in dem Verein sein darf. Ich war ja in der Hinserie schon da, habe das miterlebt. Ich bin auch nicht aufgrund von Personen in Wattenscheid gelandet, sondern weil ich einfach stolz war, dass ich die Möglichkeit hatte, hier was zu machen. Ich glaube, es ist 30 oder 40 Jahre her, dass ich ihn mal gekickt habe. Eher bescheiden in der Jugend. Aber dann ist Wattenscheid einfach auch immer so eine Herzensangelegenheit. Und die Entwicklung, also ich würde auch den Anfang der Saison jetzt für mich nicht verneinen, dass ich gesagt habe, ich habe das nicht aus Überzeugung mitgemacht. Aber im Laufe der Saison wisst ihr ja besser als ich noch, ist da einiges schiefgelaufen. Und auch aus der Mannschaft sind dann wirklich auch Initiativen entstanden, die letztendlich dazu geführt haben, dass wir hier an dem Ort jetzt sind und hoffentlich einen Neuanfang machen können. Wie gesagt, ich bin sehr stolz auch über die Mannschaft, wie sie sich auch charakterlich entwickelt hat. War ja auch nicht immer einfach, sind sicherlich auch viele Fehler gemacht worden, auch aus unserer Seite. Aber ich denke, dass heute so viele Leute anwesend sind, zeigt auch, dass wir jetzt einfach mal einen Strich machen können und hoffentlich dann auch. Das wird ja letztendlich das sein, was zählt, die Ergebnisse. Wir können uns hier viel unterhalten und auch schöne Vorbereitungen machen. Es wird in der Rückrunde auf die Punkte ankommen, auf die Ergebnisse. Aber da ist es eben ganz wichtig, dass wir ja, eure Unterstützung haben, dass wir wirklich mal Heimspiele haben. Ihr habt auch keine Heimspiele gehabt, so wie das in der Hinrunde gelaufen ist. Und wir im Prinzip auch nicht. Ja, ja das kam für mich auch relativ kurzfristig im Moment, diese Entscheidung, dann ja, Co-Trainer vom Fahrrad zu sein. Freue mich auch, habe ein bisschen Vergangenheit im Jugendbereich hier, war vor 2 Jahren dann U13, U14, U15 Trainer zwischendurch. War in den anderen Vereinen im Scouting- und Trainerbereich. Freue mich halt jetzt irgendwo dabei zu sein und die ersten Eindrücke von den ersten 4, 5 Wochen absolut positiv und wir sind felsenfest der Meinung, dass wir da einiges erreichen können. Ja, ich freue mich. Wenn ich das richtig sehe, kommst du aus Bad Kandertausen? Ist es ein Unterschied, Regionalliga Nordost und West? Oder? Nein. Vielleicht noch dazu, letzter Spielort war die Spielvereinigung Felbert und der Christen ist 23 Jahre alt. 20 Jahre alt. Du hast beim 1. FC Köln nach U23 gespielt, bist danach aber in die Türkei gegangen. Sag mir bitte mal, wie dieser Name heißt. Altinorgul. Okay. Und das war die zweite Liga? Genau, das war die zweite türkische Liga. Da war ich jetzt die Hinrunde unter Vertrag, habe dann meinen Vertrag beidseitig nochmal aufgelöst und bin jetzt seit fast 2 Wochen jetzt wieder im Lande. Kannst du dazu sagen, was du hier von dem Verein hältst? Ja, sehr positiv. Ja, ich bin jetzt eine Woche da. Es
sehr positiv. Natürlich Nationsverein, gute Bedingungen, gute Mannschaft. Und ja, so viel reden möchte ich auch nicht. Ich hoffe, dass es bald losgeht und dann versuchen wir eine gute Rückrunde zu machen. Okay. Dino Saka. Jawohl! Matzia Worms, Waldhof Mannheim, Viktoria Aschaffenburg, Wuppertaler SV, VfB Lübeck und noch viele andere Traditionsmannschaften. Stimmt. Wo ordnest du uns ein? Ja gut, ich kenne das Wuppertal ganz gut, ich war ja 4 Jahre in Bayern. Wo darf ich glaube ich nicht sagen? Nee, ich lasse, ich war 3 Jahre beim VfB Bochum. Zu meiner Schande, ja, ist ja ganz gut. Aber ich arbeite gerade, ich bessere mich, ich gelobe für die Besserung. Und ja, was soll ich zu Wattenscheid sagen? Also ich habe ja noch Zeit mit Klaus Steinmann erlebt, habe auch im gleichen Klaus Steinmann Haus am Olympiastützpunkt gewohnt 3 Jahre. Und jetzt natürlich allgegenwärtig der Verein. Ich habe war ja auch schon auf der Welt im Gegensatz zu dem einen oder anderen, als die großen Zeiten hier waren. 1994 ist für mich natürlich eine Ehre, hier zu spielen, keine Frage. Und ja, jetzt müssen wir eben vielleicht nicht an die ganz großen Zeiten, aber zumindest mal an bessere Zeiten endlich wieder anknüpfen. Ja. Fragen. Welche Defizite haben denn jetzt bei uns jetzt gesehen ja, in der Mannschaft? Man hat natürlich schon gemerkt, die Spiele, die ich auch gesehen habe, dass da Mitte der zweiten Halbzeit immer halt stark abgeflacht sind, die Jungs. Also es war schon so, dass wir dann schon konditionell einiges aufholen mussten in der Vorbereitung. Ich kann euch auch versichern, dass es den Jungs nicht scheißegal ist, hier zu spielen. Also das braucht keiner haben, den Eindruck. Weil das kriegen die natürlich von uns auch vorgegeben und das leben wir auch vor. Und da ziehen die Jungs auch vollkommen mit. Also den Eindruck, den ihr vielleicht in der Hinrunde hattet, das täuscht natürlich. Und deshalb wünsche ich mir auch gerade von euch, dass ihr da uns zahlreich auch unterstützt, auch wenn mal Spiele dabei sind, die vielleicht nicht so gut ausgehen, uns trotzdem weiterhin, weil wir haben alle das eine Ziel und das ist Klassenerhalt. Das können wir halt nur gemeinsam schaffen. Und deshalb wünschen wir uns alle halt auch komplette Mannschaft plus Trainerstab und was da noch hinter ist, dass wir eure Unterstützung brauchen. Und das ist mein persönlicher Wunsch auch, dass wir uns da nicht gegenseitig noch zerfleischen oder runtermachen, weil da hat keiner was von. Und das ist meine Bitte für die Rückrunde und dann sehen wir halt mal weiter. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass sich jeder Einzelne da unter dem Erfolg unterordnet. Da gehört ihr genauso dazu wie jeder einzelne Spieler auch und wir natürlich auch. Danke.